United Soft Media. Maris Multimedia Production. Expedition zur Titanic. Hallo, ich bin Bob Ballard und habe einige der spannendsten Entdeckungsreisen in der Tiefsee organisiert, die je unternommen wurden. So zum Wrack der Titanic oder zu den hydrothermischen Öffnungen des mittleren Ozeanrückens. Die Ozeane halten für künftige Generationen ein großes Potenzial bereit. Doch bevor wir diesen Reichtum nutzen können, müssen wir die unbekannten Tiefen erkunden. Ich bin gerade auf dem Sprung zu meiner nächsten Forschungsexpedition und mit dieser fantastischen CD-ROM kannst auch du deine eigenen Erkundungen unternehmen und in der Tiefsee auf Entdeckungsfahrt gehen. Nun, da du mit dieser CD-ROM die Verantwortung für dein Schiff übernimmst, gib Acht, dass du die richtigen Leute und eine geeignete Ausrüstung an Bord mitnimmst und die Informationen sammelst, die du brauchst. Viel Glück! Ich warte am Ende deiner Mission auf dich. Achte darauf, dass du deine Expedition gut vorbereitest. Wie alle Entdecker brauchst du die beste Crew, das beste Schiff und die beste Ausrüstung. Einmal auf See wirst du auf eine harte Probe gestellt. Hast du einen guten Plan, dann kannst du es schaffen, aber wenn du schlecht vorbereitet bist, wirst du mit Sicherheit scheitern. Nutze deine Zeit und dein Budget optimal, denn beide sind begrenzt. Wenn du eine zu kostspielige Expedition planst, kommst du nicht sehr weit. In der kleinen Hafenstadt findest du alle Gegenstände und Informationen, die du für eine erfolgreiche Expedition benötigst. Rede mit den Leuten, die du dort antriffst. Manche geben gute Tipps, aber einige wissen nicht, was sie reden. Und du musst entscheiden, wessen Rat du befolgst. Bist du erst einmal auf See, trägst du die Verantwortung. Als Expeditionsleiter musst du sämtliche Entscheidungen treffen. Du bestimmst, ob du den unbemannten Roboter Jason einsetzt, um von der Oberfläche aus den Meeresgrund zu erkunden, oder ob du das bemannte Tauchboot nimmst, um selbst dort unten nachzusehen. Wie entscheidest du dich und wann? Sammle unterwegs so viele Punkte wie möglich. Hast du Erfolg, dann kannst du direkt mit mir über das Internet Kontakt aufnehmen. Und hast du sehr viel Erfolg, kannst du einen Platz als Teilnehmer bei einem unserer künftigen Projekte gewinnen. Also, ahoi und viel Glück. Von jetzt an bist du auf dich allein gestellt. Tja, und also willkommen zu einem sehr außergewöhnlichen Projekt von mir. Das gute Spiel ist aus dem Jahr 2000. Habe für ein paar Cent abgegrabbelt auf Amazon.de. Kann ich euch ja einen Link in die Beschreibung setzen, aber ihr werdet verschiedene Händler finden. Ich habe keine Ahnung, welcher davon der richtig ist. Mal gucken, vielleicht mache ich das nicht. Einfach in Amazon nachsuchen, weil es euch das Spiel interessiert. Ich weiß auch nicht, wie lange ich dieses Spiel spielen werde. Ich meine, das Spiel ist für Windows 95 und 98 konzipiert und ich spiele es hier auf Windows 8. Auf Windows 8.1 wohl bemerkt. Und ich bin erstaunt, dass es überhaupt läuft und ich bis jetzt zumindest. Mal schauen, wie es weitergeht. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Einstellungen, Tauchsimulation. Oder hier, Einstellungen im Start nicht mehr zeigen. Ja, ich denke mal, das kann ich ja jetzt hier so einstellen. Tauchsimulation. 3D-Hardware-Beschleunigung geht nicht, was LMX. LMX, ich weiß nicht, ob das jetzt schöner dadurch aussieht. Ich weiß nur, dass ich gerade gar nichts erkenne. So erkenne ich auf jeden Fall was. Doppelte Pixelgröße mache ich jetzt mal nicht. Scheinwerfer-Effekt. Bäh, gefällt mir nicht. So, lass mal doch den... Was ist unter Wassereffekt? Lass ich einfach mal drin. Ich sehe keinen Unterschied, wenn ich ehrlich sein soll. Wow, wie sich das gerade hier so dreht. Tja, jedenfalls... Ja, alles eingestellt. Gut, okay. Zunächst müssen wir uns erstmal, was ist denn hier oben? Datei, Menü anzeigen, Ballads Tipps, kann ich jetzt nicht Impressum. Gucke ich mir jetzt nicht an. Missionen. Es gibt darum, die Isis zu finden. Die Suche nach der Isis. Aha. Schlachtschiff Bismarck. Das Geheimnis der Bismarck. Finden Sie die Titanic. Also drei Schiffe gibt es zu erkunden. Aktuelle Mission, bla bla, habe ich nicht. Ich muss erstmal einen Spielercharakter hier erstellen.
So, das hätten wir. Gut, dann gehen wir mal auf... Finden wir die Isis. Schwierigkeitsgrad lasse ich mal so, wie es ist. Ne? Nanu? Mission starten hätte ich kriegen müssen, oder? Ich habe keine Ahnung jetzt. Jedenfalls, finden Sie die Isis. Ihre Mission finden Sie ein antikes Schiffswrack irgendwo im zentralen Mittelmeer. Führen Sie Ihre Mission innerhalb der gewährten Frist auf See aus und bringen Sie die Crew und Schiff sicher in den Hafen zurück. Nach Ausführung dieser Mission erhalten Sie eine Anzahl von Punkten, die Sie für weitere Missionen qualifizieren können. Position und so sehe ich gerade gar nichts. Jetzt bin ich... Ach, ich muss hier auf Start gehen. Oder wir machen erstmal eine Trainingstauchfahrt. Das wäre auch natürlich nicht schlecht. So, Escape drücken, um Hilfe zu schließen. Das zeigt den aktuellen Sauerstoffvorrat an. Reguliert den Kohlenhydratanteil in der Luft der Kapsel. Aktiviert im Notfall die Auftauchprozedur. Leichtert Ballast aus den Tanks der Discovery. Also unser kleines U-Boot heißt Discovery. Bedient den Greifarm, mit dem man Objekte vom Meeresboden aufheben kann. Aha. Leuchtet auf, wenn Triebwerke laufen. Das hier zeigt den Neigungswinkel an, zeigt die Tiefe der Unterwasser... Aha. Fahrtrichtung. Zeigt Discovery-Position in Bezug auf die Umgebung. Ich hoffe, ich kann hier durch die Luke auch was sehen. P fotografieren, M Greifarmsteuerung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so viel Zeug zum Bedienen. Naja, ich werde es schon irgendwie schaukeln. Escape drücken, um Hilfe zu schließen. So. Und nu? Ich bin verwirrt, gebe ich zu. Soll das so sein? Also ein Foto habe ich anscheinend geschossen. Ich bin verwirrt. Ich bin etwas verwirrt. Doch, muss ich sagen. Ah, vorwärts. Z rückwärts. Ich sehe hier gerade gar nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Das verwirrt mich jetzt doch ein bisschen. Datei beenden, neue Mission einfach mal. Mission abbrechen, ohne zu speichern, ja. Also nochmal hier, Trainingstauchfahrt. Tut sich offensichtlich nicht. Innenbeleuchtung funktioniert auch nicht. Suchscheinwerfer kann ich umschalten. Ich hoffe, dass es nicht im Verlauf des weiteren Spieles auch so läuft. Das wäre nämlich etwas blöd. So, neue Mission, bla bla bla. Weiter ohne zu speichern. Und auf geht's zu finden Sie die Isis. So, das ist also das Hafendörfchen, wo wir uns so umschauen können. Die ganzen Schiffe, die bereitstehen. Und da ist doch gleich hier, sind ein paar nette Einwohner. Wollen wir doch mal mit denen reden. Erstmal richtig hier mit der Kamera justieren. Du guckst doch ziemlich komisch. Ich heiße Mark. Aha, Mark, hallöchen. Auf See brauchst du einen guten Sanitäter wie mich für die erste Hilfe. Normalerweise gibt es nicht allzu viele Probleme. Und schon gar keine ernsthaften Notfälle. Die meisten Mitglieder der Crew können für sich selbst sorgen. Meistens dreht sich's bloß darum, ihnen ein Pflaster gegen Seekrankheit zu geben und dann geht's wieder an die Arbeit. Mhm, und noch was? Sorg bloß dafür, dass du genug Arzneimittel für die ersten paar Tage auf See an Bord hast. Da werden nämlich die meisten seekrank. Mast und Schotbruch, ja? Mehr hast du nicht zu sagen? Mast und Schotbruch, ja? Okay. Wenn ich mich nicht irre, stand da drüben auch irgendwo einer. Ei, genau hier. Hallo, ich bin Dr. Anderson. Stell sicher, dass du genug Arzneimittel an Bord mitführst. Wird einer aus der Crew krank und kann nicht an Bord behandelt werden, musst du womöglich deine Mission abbrechen und in den Hafen zurückkehren. Aha.
Muss die Crew zu viel arbeiten, wird sie schneller krank. Oder es gibt viele Verletzungen an Bord. Denk dran, bei Schlechtwetter kann es an Deck ziemlich gefährlich zugehen. Na denn? Wir sehen uns dann ja vielleicht an Bord. Okay, dann sehen wir uns vielleicht an Bord, genau. Das kommt also später dazu. So, da kann ich nicht rein. Da hinten steht ja auch schon leer. Wer bist du denn? Moment mal kurz. Das ist die Position, wo wir angefangen haben. Also dann, hallo. Hallo. Mein Name ist Mary Ann. Sieh zu, dass auf See alle schön in Bewegung bleiben. Halte alle auf Trab. Die Crew langweilt sich sonst und wird unruhig, wenn sie nichts zu tun hat. Und dann ist die Stimmung schnell im Keller. Aha. Das Wetter musst du stets im Auge behalten. Wenn du ein Fahrzeug bei rauer See aussetzt, läufst du eher Gefahr, dass es beschädigt wird oder sogar verloren geht. Viel Glück. Vielen Dank. Kann man da in das Gebäude rein? In das Gebäude kann man sogar rein, das ist ein Museum anscheinend. Wo ist die Werkstatt? Ah, das ist die Werkstatt also. Hier stehen die Sachen bereit. Wer bist du denn? Hallo, mein Name ist Bill. Ich bin nicht gern von zu Hause weg. Wenn ich auf einer Mission bin, sehne ich mich danach, zu Hause wieder etwas zu kochen. Und auch mein Mädchen vermisse ich. Aha. Es ist immer ziemlich mühselig, Discovery auf eine Mission mitzunehmen. Mit Jason und Argo kann man viel besser einen Wrackfundort untersuchen. Discovery benötigt viel zu viel Zeit zum Aussetzen. Und es dauert Stunden, bis es zum Meeresboden abgetaucht ist. Es ist auch einfach gefährlich. Ich mag's lieber hübsch sicher. Bleibst du zu lange auf See, stellst du fest, dass die Crew schwieriger wird. Natürlich entscheidest du. Aber gute Verpflegung und Unterhaltung, wenn man keine Wache schieben muss, erleichtern so manches. Du weißt schon, gute Filme und so. Tja. Bis später vielleicht. Vielleicht eben, genau. Mission muss ich mir erst noch eher, wie soll ich sagen, erst angewöhnen. Das ist die Discovery. So, so. Und das ist der eine Tauchroboter und das ist der andere Tauchroboter. Und was bist du? Die Argo ist ein mit Videokamera und Sonar bestückter Stahlschlitten, der vom Schiff unter der Wasseroberfläche geschleppt wird. Manche der Jungs nennen ihn Depp im Schlepptau, weil er sich nicht so wie Jason manövrieren lässt. Aber Argos Videokameras sind auf den Meeresgrund gerichtet, sodass man beim Schleppen ein großes Gebiet effizient untersuchen kann. Bilder von dort unten werden in den Kontrollraum übertragen, wo man sie am Monitor betrachten kann. Solange man die Navigationstransponder auf Position hat, kann man die Videobilder aufzeichnen und sie sich später jederzeit ansehen. Mhm, okay. Ach, ein Beispiel für Argos Videodaten. So schaut's also aus. Gut, was haben wir sonst noch? Die Argo ist ein mit Video... Ja, bla. Ist okay. Gucken wir uns nochmal andere Geräte an. Das können wir uns nicht angucken. Oder sollen wir erst die Kollegen hier sprechen lassen? Nee, Moment mal kurz. Das muss die Discovery sein. Nun, das ist es. Das ist dein Tauchfahrzeug. Ein robustes Stück mit einer Hülle aus Titan. Muss schon robust sein, um den Druck auf dem Meeresgrund auszuhalten. Würden Hülle oder Sichtluken beschädigt, könnte der Wasserdruck dich im Nu zermalmen. Das gäbe eine mächtige Implosion. Es ist ziemlich langsam und viel Zeit am Meeresboden steht dir nicht zur Verfügung. Es ist also kaum für großflächige Erkundungen geeignet. Kein gemütliches Plätzchen, wenn man sich irgendwo in einem Wrack aufhält und nicht mehr raus kann. Mann, das kann ich dir flüstern. Aber dafür sieht man durch die Luken, was noch nie jemand gesehen hat. Einfach große Klasse. Wirklich. Na denn? Ach, hier wird noch einiges erklärt, was ist. Und der Greifer, Motoren, bla. Werde ich ja alles noch kennenlernen. Du bist was? Das ist Jason. Er ist ein ROV, ein Remote Operated Vehicle, also ein ferngesteuertes Fahrzeug oder einfach gesagt ein Roboter. Er wird vom Kontrollraum an Bord des Schiffes gesteuert. Jason ist mit der schwimmenden Plattform Medea über ein Kabel verbunden und hat daher unter Wasser nur einen begrenzten Aktionsradius. Will man mit Jason ein größeres Gebiet erforschen, muss man das Schiff auf See an eine neue Position bringen. Jason ist mit Scheinwerfern, Kamera und Greifarm ausgerüstet, sodass man Erkundungen vornehmen und Proben vom Meeresgrund aufsammeln kann. Na, das ist doch prima. Okay. Und dann war doch noch dieses Gerät hier, was da auch immer das ist. Eine effiziente Tiefseeerkundung ist ohne Sonar nicht denkbar. Die Sonareinheit wird unter der Wasseroberfläche geschleppt, sodass man ein weites Gebiet abdecken kann. Mit dem Sonar oder mit der Argo kann man gewissermaßen Rasen mähen, weil man das zu untersuchende Tiefseegebiet streifenweise wie einen Rasen absucht.
Du wirst lernen müssen, die Sonardaten zu interpretieren. Die Bilder aus dem Sonar sind nicht immer sehr deutlich. Manchmal tauchen Felsformationen auf, die wie Schiffswracks aussehen. Die Sonareinheit ist aber sicher eine gute und kostengünstige Wahl. Mhm. Okay. So, dann haben wir noch den einen Kollegen hier. Unseren Werkstattfatzken. Hallo, mein Name ist Jake. Hallo, Jake. Ich rate dir, dich über die Hardware zu informieren, die du auf See benötigst. Du musst wissen, was die Geräte können und wie sie funktionieren, damit du sie optimal einsetzen kannst. Du vergeudest eine Menge kostbarer Zeit auf deiner Mission, wenn du die Technik nicht im Griff hast. Mhm, na dann? Du solltest keine Ausrüstungsgegenstände mitnehmen, die du später nicht brauchst. Das wäre reine Geldverschwendung. Du musst so viele Punkte wie möglich sammeln, um befördert zu werden. Konzentrier dich deshalb auf Geräte, die du zum Erreichen deiner Ziele wirklich für unentbehrlich hältst. Na dann? Achte darauf, gute Leute anzuheuern. Jungs wie den alten Sam. Die alten Seebären wissen nämlich immer genau, was sie tun. Okay. Viel Glück und sieh dich um. Ja, danke, werde ich brauchen. So, wie geht's jetzt wieder raus? Da. Okay, jetzt sind wir vor Museum anscheinend. Von der Werkstatt zum Museum. Gut, lauschen wir mal den Gesprächen von diesen Leuten. Was ist da? Geht es da zur Werkstatt? Nee. Da geht's aufs Schiff, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Egal, lauschen wir denen mal. Ja, ich bin Sam. Was möchtest du? Keine Ahnung, was ich möchte. Erzähl mir was. Hör mal, frag mich was anderes, bitte. Warum denn? Ich sage dir, das Wichtigste ist, dass du genügend Ersatzteile mitnimmst. Wenn du deine Ausrüstung auf See nicht reparieren kannst, dann war's das, hm? Denk also dran und alles läuft prima. Glaub mir. Na dann? Wenn das Schiff in rauer See kränkt und stampft, dauert alles doppelt so lange. Selbst die einfachste Arbeit. Sorg dafür, dass deine Crew während der Ruhepausen genug Beschäftigung findet. Das lenkt sie vom schlechten Wetter ab. Bis dann. Na dann. So, und dann haben wir hier noch jemanden. Hallo, wie geht's denn so? Ich bin Ben. Hallo, Ben. Eines sollte man nicht vergessen. Die Seefahrt ist ein raues, hartes Geschäft. Ich persönlich mag's ja. Aber da gehören nur gesunde, stramme Jungs hin. Na, du weißt schon. Manch älterer Knabe und die Frauen können da nur schwer mithalten. Weißt du, wenn's nämlich ordentlich stürmt und die Wellen an Deck klatschen, dann muss man die Zähne schon kräftig zusammenbeißen. Na, okay. Heuer junge Kerle wie mich an. Dann kannst du auch bei Schlechtwetter weitermachen. Übrigens brauchst du nur Jason Medea mitzunehmen. Das reicht, um eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Mhm. Heuer junge Kerle wie mich an. Dann kannst du auch bei Schlechtwetter weitermachen. Übrigens brauchst du nur Jason Medea mitzunehmen. Das reicht, um eine gründliche Untersuchung durchzuführen. So. Gut, also Jason Medea. Mal schauen. Mal schauen, was das noch alles ergibt. Tom Henkin, was kann ich für dich tun? Mir was erzählen? Wenn du auf See bist, musst du die Crew echt hart anpacken. Du hast nämlich immer ein paar faule Hunde dabei. Glaub mir, du wirst viel erfolgreicher sein, wenn du die ordentlich an die Arbeit scheuchst. Ist doch egal, wenn die Crew dich nicht mag. Schick sie auf Wache und beschäftige sie tüchtig. Am Ende wird sie es dir danken. Das ist das Geheimnis jeder guten Mission. Sei gnadenlos, nur so hast du Erfolg. Arrrr, kann ich dazu nur sagen. Bis später dann. Ja, bis später. So, gehen wir weiter wieder in die Richtung. Da war Dingsbums, die eine da. Was ist das? Ich bin etwas verwirrt. Das scheint mir das Museum zu sein. Was war das dann für ein anderes Gebäude da unten? Egal, hier ist jedenfalls alles drin, was man braucht. Titanic, geht's da lang? Gucken wir uns mal die Titanic an kurz. Ach, ja, schön. Aber da will ich mich noch nicht spoilern lassen dazu. Zu dieser einen Dame, das kann man immer noch machen, wenn wir mal nach der Titanic tauchen. Hier ist sie ja gerade schon am Absaufen. Leider, leider. Ich fand, das war wirklich ein wunderschönes Schiff. Was ist denn da hinten? Fotos, die wir uns auch später angucken können. Gehen wir erstmal hier wieder raus. Da drüben ist, glaube ich, auch noch irgendwas. Ah, da geht's zu Bismarck. Ein böses, böses Schiff.
für Kriegseinsätze verwendet. Flieger? Ob sie Flieger drauf hatte, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Vielleicht war das einfach nur ein Kampfeinsatz, aber ich weiß, dass ich Flugzeuge abschießen konnte. Ja, aber dazu auch möglicherweise später. So, Bismarck, bla bla bla. Wir haben ja Missionsziel ISIS. ISIS ist hier. Hat nichts mit dem Islamischen Staat zu tun, der hier so groß geredet wird gerade. Welch ein schönes Schiff war das. 55 Meter lang, wie der Schiffszimmerer mir sagte. Und die größte Schiffsbreite mehr als ein Viertel davon. Und mehr als 13 Meter vom Deck bis zur tiefsten Stelle im Frachtraum. Und der elegante, hohe Mast. Und wie das Heck in einer anmutig geschwungenen Rundung emporwuchs und in einem vergoldeten Gänsekopf endete, harmonisch abgestimmt mit dem ebenso geschwungenen Bug und der Bugspitze mit der Inschrift Isis, Göttin und Namensgeberin des Schiffes. Es war unglaublich. Die Verzierungen, die Bemalungen, das rote Marssegel, die Anker mit ihren Winschen und die Kajüten am Heck. Und das Schicksal des Schiffes liegt allein in den Händen eines kleinen alten Mannes, der das große Ruder mit einer Pinne steuert, die nicht dicker ist als ein Stock. Sie zeigten ihn mir, einen kleinen weißhaarigen und fast kahlen Gesellen. Ich glaube, sie nannten ihn Heron. So viel zur Geschichte von der Isis. Gucken wir uns mal die genauer an. Das sind jedenfalls die Sachen, die da unten rumlagen. Säcke mit afrikanischem Getreide. Ich glaube, von den Säcken dürfte nicht mehr viel übrig sein. Textilien, naja, die dürften auch nicht so viel erhalten sein. Elfenbein? Weiß ich nicht genau. Der Kapitän eines Handelsschiffes jener Zeit verfügte vielleicht über Seekarten, nicht aber über einen Kompass. Im Mittelmeer ist die Sicht gewöhnlich gut und die Entfernungen sind nicht groß. Daher wirkte sich das Fehlen eines Kompasses nicht nachteilig aus. Aber von November bis April konnten Nebel und Wolken die Sterne verdecken und die Reise gefährlich werden lassen. Auch kamen in dieser Jahreszeit am häufigsten Stürme auf. Sandbänke auf den Haupthandelsrouten waren gut bekannte Gefahren. Okay, so viel dazu. Gott sei Dank haben wir heutzutage einen Kompass. Was ist das? Mosaik aus Meereschen aus Pompeji. Oh, aus Pompeji. Da ist ja auch noch was. Ein Leopard. Ein Leopard wird im Eisenkäfig nach Rom verschifft, wo er vermutlich bei den spektakulären blutigen Gladiatorenkämpfen im Kolosseum eingesetzt werden soll. Tierquälerei, wenn man mich fragt. So, das ist also die Isis. Ein schönes Schiff eigentlich. Zwar kein mächtiger Dampfer, und ich weiß ja auch nicht, wie viel Platz in wirklich in so einem Schiff war, aber... naja, es hat seine Pflicht getan damals. So, kann man sich das hier auch angucken? Tatsache, es geht. Ist wohl ein Video darüber, wie die Isis untergegangen ist. Und seine Ware natürlich war auch verloren. Was ist das? Hm? Ach, das ist die Videosteuerung. Gut, dazu haben wir jetzt das schon abgeklappert. Was ist denn hier? Dank ihrer typischen Form lassen sich Amphoren leicht anheben und auf der Schulter tragen. Da sie am unteren Ende spitz zulaufen, lassen sie sich im Frachtraum eng nebeneinander verstauen und auch stapeln. Noch heute werden in manchen Mittelmeerländern solche Amphoren verwendet. Na dann. Ja, so sind die Dinger halt. Und wer bist du? Hallo, ich heiße Elizabeth. Danke der Nachfrage oder so ähnlich. Sieh dich im Museum genau um. Dort gibt es Fakten in den historischen Zeugnissen, die dir bei deiner Suche bestimmt weiterhelfen. Okay. Im Museum schaue ich mich ja gerade um. Kisten mit roter Gebrauchskeramik. Ein Handelsschiff für die Isis transportiert die viele verschiedene Waren für persönlichen oder den Haushaltsbedarf. Dazu gehörten Krüge, Schalen oder kleinere Öllampen. So, was ist das hier für ein Bild? Amphoren in der Kunst.
Also die dürften gut üblich sein von so einem alten Schiff. Was ist das? Noch mehr Anforen. Mhm. Relikte aus der Vergangenheit. Ja, so dürfte es unter Wasser aussehen. Mit den Anforen. Lass mal weiter gucken. Ein altes Schiffwrack im Laufe der Zeit. So könnte ein römisches Schiffwrack bald nach seinem Untergang ausgesehen haben. Der Großteil der Ladung und der Holzteile ist noch gut zu erkennen. 1000 Jahre später, ja genau das meine ich, dürfte nicht viel übrig bleiben. Segel, Tuch, Seile und die meisten Holzteile sind nun verschwunden. Für die Vernichtung des Materials sind größtenteils die Meereslebewesen verantwortlich. Mehr als 1600 Jahre, nur spärliche Überreste des Holzes sind noch vorhanden, aber viele Töpfer waren blieben erhalten. Wenngleich infolge der Wasserströmung in Scherben, die Form der Amphoren und Schalen und Krügen ist noch zu erkennen. Andere Materialien, besonders schwere Marmorplatten, sind vermutlich nach im weichen Meeressediment versunken. Mhm. Nach und nach, ach so, jetzt... Also so dürfte es unter Wasser gerade aussehen. Und das ist wohl die Reiseroute der Isis gewesen hier so. Die sind von Karthago und zwischen Italien immer her gewesen. Sizilien und so. Was da hinten ist, weiß ich jetzt gerade nicht. So gut bin ich nicht in Geografie. Ach ja, herrliches Schiff. Gut, ich denke mal, dann ist die Zeit reif, dass wir uns mal jetzt schlau machen. Über dieses ganze Zeug hier. Lass mal hier. Wie geht's hier raus? So geht's hier raus. Da wollte ich mich umschauen, da unten. Was ist das jetzt hier? Ah, das ist unser Büro. Sehr schön. Hallo, ich heiße Amy. Freue mich, dich zu sehen. Freut mich auch, dich zu sehen. Wir haben hier in Seaton alle Informationen, die du benötigst. Warst du schon im Museum? Ja. Dort findest du Informationen, von denen du dein Ziel finden kannst. Von der Museumskuratorin erfährst du alles Notwendige über die Suchstrategie, nach der du vorgehen musst. Na dann? Der gute alte Stöpsel führt dir die Hardware und die Technik in der Werkstatt vor. Sieh dich hier in Seaton ruhig ganz ausgiebig um, stell deinen Kursplan zusammen und sammle alle Informationen, die du benötigst. Danach hast du bessere Aussichten, deine Mission erfolgreich zu beenden. Das habe ich doch gemacht. Das habe ich getan. Das habe ich getan. Viel Glück. Danke. So, gerade mal schauen. Nanu? PC? Kann ich dir verwenden? Nee, geht nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Kursplan. Ach, so ist das Ganze. Ziele, Position, Mission. Ihre Mission finden Sie in ein antikes Schiffwrack, wo im zentralen Mittelmeer. Führen Sie Ihre Mission innerhalb der gewährten Frist auf See aus und bringen Sie die Crew und Schiffsteile ein. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Position. Das Wrack befindet sich bei... Keine Ahnung. Fotos. Da muss ich noch selber Fotos machen davon. Bericht. Hilfsmittel. Okay. Und dann kann ich hier in See stechen. Aber das, denke ich, mache ich in einer anderen Aufnahmesession. Soweit erstmal das Spiel schon mal vorgestellt. Und dann mal gucken. Also ich muss hier noch alles einrichten. Da reicht das kleine Schiff und so Sachen. Crew. Gute, umfassende. Das ist also Jake, der Ingenieur gewesen. Tiefseelabore. Ist das Bill? Honorar $900 am Tag. Und der 1200 pro Tag. Hohoho. Ui, das ist eine kostspielige Sache. Elizabeth war... Genau, die sollte mit. Hm, Susie sollte nicht mit. Honorar $900 pro Tag. Steuert die Oberflächen- und Tiefseenavigation. Transpondernetz. Hm, wäre nicht schlecht in dem Fall. Obwohl... Da habe ich jetzt auch noch... Aber ich denke, da hat er mehr Erfahrung. Da lasse ich die zu Hause. Unterstütze Ingenieure bei der Instandhaltung. Sein Vater ist Filmproduzent in Hollywood. Ben hat die... Hä? Techniker. Wir haben zwei Techniker. Dann nehme ich lieber Sam mit.
Hier unten. Wachführerin. Koordiniert Aktivitäten von Wache zur nächsten Verantwortung. Also da ist es gut, wenn wir zwei Wächter haben. Marx, Sanitäter. Ich denke mal, für die erste Fahrt reicht Marx völlig aus. So, Ausrüstung. Muss jetzt laden erstmal. Die Discovery, die werden wir nicht brauchen. Jason, den ROV und ich glaube, ich nehme mal die Argo mit. Ein Echonetz, Unterwassernavigationssystem kosten 15.000 Dollar. Kann die Position von Fahrzeugen in der Tiefsee... Na, das finde ich gut, das nehme ich gerne mit. Was ist das? Extra-Transponder. Nehme ich auch mit. Das Sonar nehme ich auf jeden Fall mit. Aufzugssystem. Ermöglicht Ihnen die Bergung größerer wissenschaftlicher Proben vom Meeresboden. Nein, nehme ich nicht mit. Hubausleger. Ermöglicht Ihnen Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge bei schwerer See sicherzustellen. Oder? Sollte ich das? Doch, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ersatzteile. 1000 Dollar pro Einheit. Das denke ich mal, lasse ich mal. Mittelstand, Lebensmittel. 50 Dollar pro Person am Tag. 7 Tage Speiseplan. Montag. Klingt doch lecker. Was hat das Teure denn? Luxusmenü. Montag. Frische Meeresfrüchte. Steak mit Pommes und... Da ist kein Hummer mit bei. Was haben wir hier? Dosensuppe, Fleischbällchen. Das war doch gerade das Mittlere hier. Gutes Essen, herrliches Essen. Wenn auch etwas langweilig. Ich glaube, das nehme ich mit. Für die Freizeit nehme ich auch das mit. Checklist, okay, jetzt hätte ich alles zusammengestellt. Tage auf See, 11 pro Tag. Moment mal kurz, da muss ich jetzt mal hier durchrechnen. Wo ist mein Taschenrechner? Das muss ich jetzt mal gucken, ob es hier ausreicht. So. Komm her, du Smartphone. Wo hast du die Taschenrechner-App versteckt? Da ist sie ja. Also. 45.000 oder 452.000 sind das. Entschuldigung. So eine große Zahl. Geteilt durch 38.520. Das passt genau wunderbar. 11 Tage auf See. Aha, Moment mal kurz, das muss ich doch gerade mal testen. Budget? Ach, genau, es zieht also das hier so ab. Herr V. Poseidon, 5.000 täglich. 30.000 täglich? Ich hätte beinahe den großen Kutter hier mitgenommen. Der kostet 5.000 täglich. USS... Moment mal kurz... Verfügbare Reichweite 10 Tage. Ach so. Das ist es mit der Reichweite. Das wiederum 8.000 täglich. Verfügbare Kojen 10. Damit könnten wir 14 Tage auf See stechen. Ist jedenfalls weitaus günstiger als das da oben. Damit 13 Tage, verfügbare Kojen 12, verfügbare Kojen 10. Das hat 15 Kojen. Also im Moment spricht mich das Schiff hier am meisten an. Ich habe sowieso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das reicht doch an Kojen. Oder wie sieht's aus? Schiffe. Auch verfügbare Kojen 10. Aber nur 10 Tage auf... Reichweite 10 Tage, Reichweite 24 Tage. Ich glaube, ich nehme dieses Schiff hier mit.
So, Checkliste wäre geführt, aber das mache ich dann in der nächsten Aufnahmesession. Wie lange bin ich denn jetzt schon dabei? Wo ist mein Knopf? Ach, ja, siehste. Lang genug für eine erste Folge, für einen ersten Einblick. Bis dahin. Tschüss, bis bald.